alles in Ordnung? Ich muss kurz nachrechnen. 33. Sollst du mal deiner Schwester bitte helfen? I'm so sorry, girl. Have to put the money away. Die Wegen sind im Kofferraum und wir fahren jetzt in die Innenstadt. Und ich wollte euch kurz die anderen Sachen zeigen, die wir gekauft haben. Keine Sorge, es wird jetzt kein 50-Minuten-Haul oder so. Einmal haben wir hier diese Strohhelme, die sind very aesthetic, die sind aus Glas. Und ich habe Ellas kaputt gemacht, deswegen haben wir die jetzt hier besorgt. Ich habe noch 3 Gläser, Jill. Ich habe 3 Gläser und 3 Strohhelme kaputt gemacht. Innerhalb einer Woche. Wie aus. Ich finde das mit den Farben auch sehr schön. Mal eine Abwechslung als einfach so basic. Und dann haben wir diese 2 Behälter hier gekauft. Die kann man an die Wegen dranhängen mit diesen Dingens hier. Ja, die haben wir in weiß gekauft, wie auch die Wegen. Und that's it. Ich bin zu Hause und wir haben gerade zu Abend gegessen. Und jetzt werde ich meinen Servierwagen aufbauen, aber ich will das halt anderweitig nutzen, um so meine Schulsachen da reinzutun. Aber wir bauen das Ganze jetzt erstmal auf, ne? Und ich hoffe, das wird cute. May I present you? The self-built Wagen. Ja, es war sehr, sehr anstrengend. Ich bin müde, aber es ist gut geworden. Und so sieht es aus. Hi und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Es ist gerade die letzte Woche in den Sommerferien, bevor die Schule wieder anfängt. Und irgendwie denkt mein Gehirn immer noch, dass ich noch die ganzen Ferien vor mir habe. Da dies aber nicht der Fall ist, muss ich wieder in den Back-to-School-Spirit reinkommen. Und ich dachte mir, ich nehme euch in dieser Woche einfach mal ein bisschen mit und mache so ein paar Back-to-School-Sachen, wie zum Beispiel Shopping, mich mental darauf vorbereiten, so a little glow-up. Am Anfang des Videos habt ihr ja gesehen, dass ich bei Ikea war und ich habe mir so einen Wagen gekauft. Und ich finde das so praktisch, weil ich da meine ganzen Schulsachen reinpacken kann und so. Und dann, ich mache meine Hausaufgaben meistens in der Küche und dann packe ich da meine Hausaufgaben rein, meine ganzen Schulsachen. Dann kann ich das einfach so mit in die Küche rollen, ne? Und das ist so viel praktischer, als jetzt immer hin und zurück zu gehen, die ganzen Sachen mitnehmen, weil ich habe schon viele Schulsachen. Ich habe bald geduscht und meine Haare sind noch nass. Weil ich brauche wieder Curtain Bangs. Weil guck mal, wie lange meine Curtain Bangs geworden sind. Das sind keine Curtain Bangs mehr. Und meine Friseurin des Vertrauens ist meine Mom. Und die schnellt mir gleich wieder welche. Haben wir das halt. Also ich habe das so geplant. Ich habe mich auch ready gemacht, weil ich mich mit Ella und Melita verabredet habe. Wir wollen nämlich in die Stadt so ein bisschen Back-to-School-Shopping machen. Und den neuen Kinofilm okay, was war das für eine Aussprache? It Ends With Us. It Ends With Us zu gucken. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Buch. Also die Story stammt von einem Buch von Colin Hoover. Das ist so ein Romance-Buch. Eigentlich voll. Nee. Ich mag Colin Hoovers Bücher nicht, sorry. Aber Ella will den unbedingt gucken, wie immer. Deswegen gehen wir gleich ins Kino. So. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt, Outfit-Check, das war genau dasselbe Outfit, nur mit einer anderen Hose. Also, vielleicht denkt ihr jetzt, ich habe nichts anderes zum Anziehen. Habe ich, aber ich mag dieses Outfit, deswegen don't judge me. Also, guess what, die Hose ist wieder von Ella. Ah, die ist von H&M, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Und das Oberteil, das ist so eine Weste. Ich bin obsessed mit diesen Westen lately. Die ist von Amber aus der Türkei. Und ja. Ich weiß gerade nicht, welche Technik ich anwende, so diese gedrehte oder...
nicht mehr gesehen, ne? Thank you. This looks so awesome. Thank you. Matching. Perfect. Der Film war sehr nice. Es war ein bisschen traurig. Also der Ryle oder wie der auch heißt, ne, der war einfach too good to be true. Der ist halt eine totale Red Flag geworden. Aber Atlas finde ich jetzt auch nicht so. Also nee. Auf jeden Fall, es gab kein Happy End. Das hat mich sehr traurig gemacht. Aber ich habe nicht geweint, okay? Like, don't think I'm mentally unstable. Jetzt werde ich meinen Wagen hier einrichten. Weiß nicht, welches Verb ich benutzen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier reinpacken soll, weil ich habe das nicht so wie diese ganzen Pinterest-Girlies, dass irgendwie alles in einer Farbe ist. Deswegen wird es, glaube ich, nicht aesthetic aussehen, aber nur der Charakter zählt. Let's go. Ich will nur einmal so einen aesthetic-Film, okay, man? Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer ich es habe zu Hause, okay? Erst meine Eltern, immer wenn ich filme, kommen in den Raum, ins Zimmer, sie staubsaugen oder Ella kommt und singt und dann meine Nachbarn machen irgendwie wieder ihre Wohnung auch umstellen. You have no idea how annoying it is. Positive vibes only. Let's go. Ich habe meinen Timer und das Coole ist, dass ich jetzt keinen neuen kaufen muss, weil der geht, glaube ich, bis Dezember 2025. Deswegen kann ich den hier so reinpacken oder noch jetzt dieses Schuljahr ein bisschen benutzen. Not gonna lie, ich habe mein Bullet Journal. Ist vollgeschrieben, aber ich pack's wegen der Farbe rein, weil das ist süß, okay? Ich habe hier so ein To-Do-Listen-Dingens. Da sind jetzt so die Sachen drin, die ich jetzt erstmal so brauche und das ist cool. Das hat, glaube ich, nur 20 Euro gekostet oder 30? Nein, 20. Nicht so überteuert, aber trotzdem sehr praktisch und... Hier verpasst aber nicht viele Bücher rein in das Fach. Die Bücher. Is this your final decision? Yes, final. Zeig mal nochmal. Auf ein tolles Schuljahr. Heute ist Dienstag, der 20. August. Das bedeutet, heute ist der letzte Ferientag. Morgen muss ich zur Schule. Aber, ne? Good days ahead, good vibes und it be what it be. Ich habe geplant, dass ich nicht am letzten Schultag back to school shopping gehe, weil es wird zu stressig. Weil ich spreche aus Erfahrung. Und ja, look what happened. Es ist der letzte Schultag. Ich war immer neue Schuhsachen einkaufen. Deswegen, nichts läuft nach dem Plan. Aber wir lassen uns davon nicht aufhalten und gehen jetzt back to school shoppen. Ich war letztens in der Stadt, also gestern. Ich wollte das gestern machen. Ich gehe so zu Müller. Die ganzen Schüler sind gefühlt bei Müller, machen back to school shopping. And I was like, no, I'm not doing that. Check. So we have the one and only tote bag, yeah, and then mom's Hemd. Nicht Ellas Hose, das ist meine diesmal, okay. Jewelry, meine Ohrringe. Leute, ich brauche neue Ohrringe, weil das macht mich happy, wenn ich so einen neuen Schmuck habe. Es ist ja Ende August und irgendwie freue ich mich richtig auf den Herbst. Weil ich kann meine Uchs dann tragen.
Aber der ist ja richtig dummer. Egal. Wir brauchen. Ich habe gestern um 22 Uhr meine alten Schulsachen sortiert. Ich war im Flow, deswegen muss ich es machen. Und ich habe mein Regal aufgeräumt, meinen Wagen ein bisschen ästhetisch gemacht, indem ich eine Pflanze dazu gepackt habe, wie ihr sehen könnt. Ja, die ist von meinem Tisch jetzt dahin gekommen. Meinen alten Rucksack, Leute. Ella hat sich einen neuen Rucksack gekauft und sagt, no, I'm not spending my money on school. Ich habe jetzt meinen alten einfach gewaschen und ich nehme jetzt den, ne? This is your sign to achten auf your Konsum. Ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, so einen richtig großen Back-to-School einfach machen, alles neu kaufen. Wenn man seine alten Sachen irgendwie benutzen kann, kann ich auch noch alte machen, die werde ich auch benutzen. Und ja, weil das wäre jetzt auch ein bisschen Verschwendung und auch unnötig. Falls es euch motiviert, alles neu zu kaufen, alles fresh zu haben, macht das. Das ist euch überlassen. Aber ganz ehrlich, I don't care. Deswegen habe ich jetzt meinen alten Rucksack und nur so ein paar Sachen neu gekauft. Ich habe insgesamt 28 Euro für den Einkauf bezahlt und, 26 oder 24, ja 24. Und habe ich meinen Rucksack hier und jetzt werde ich ein bisschen anfangen, das zu beschriften. Mappen. Noch mehr Mappen. Hefte. Ringbucheinlagen. Einmal liniert und kariert. Die anderen benutze ich von Ella, weil. Ne? Work smart, not hard. Dann habe ich mir diese Friction-Stifte. Und dann habe ich mir noch diesen Marker gekauft. Den kann man auch wegradieren. Der ist auch von Friction und der ist so lila. Ich kann das einmal so zeigen. So eine Lavendelfarbe hat der oder Flieder. Das mit den ganzen Fächern kann manchmal sehr verwirrend sein, deswegen habe ich auch Notizen. Jetzt so eine Liste mit den ganzen Schulfächern gemacht, die man auch abhaken kann, ungefähr so. Und wenn ihr fertig seid mit Sortieren, könnt ihr einfach die Liste machen und dann nochmal durch alle Mappen und so durchgehen. Und dann die Fächer, die ihr schon habt, halt einfach abhaken. Und so könnt ihr sehen, ob ihr halt schon alles sortiert habt oder noch was braucht und das dann auch besorgen. Also, heute war mein erster Schultag. Ich bin zu Hause. Ich hatte heute ein bisschen länger Schule, weil ich ja Patin bin und deswegen hatte ich jetzt noch die siebte. So ein bisschen so talking about the Einschulung morgen. Ich habe heute wirklich versucht, morgen mitzufilmen, aber ich bin so aufgestanden, ja. Ich habe so, ja, ich stehe heute um 6 Uhr auf, mache ich so ganz gechillt alles, ne. Ich bin um 7.20 Uhr aufgestanden. Vor allem meine Mom weckt mich so, ne, und sie so, Elche, du willst doch nicht an deinem ersten Schultag zu spät kommen. Ich schüttel nur so meinen Kopf und dann drehe ich mich um. Ja, ich habe es trotzdem geschafft, ich bin nicht zu spät gekommen, das ist gut. Wir müssen reden. Wir müssen über meinen Stundenplan reden. Ich habe eine neue Klassenlehrerin bekommen, das ist die damalige Deutschlehrerin, die meine Schwester in der 5. Klasse hatte. Sie ist cool, ich mag sie. She passed the vibe check, okay? But ich habe dienstags 8.9. Sport. Dafür habe ich gute Neuigkeiten. Und zwar... Ist das irgendwie so ein XXL, so eine XXL-Version davon? Oh my god, the color is so amazing. It's like so beautiful. Oh my god, I'm dying. Stop, wait. So this is actually all day hydration. And this Stanley is not only looking cute, okay? It has functions. So there's a reason why I bought it, okay? So this is a thermobecher, okay? 2 days iced. 2 days, okay? 11 hours cold and 7 hours hot. Kommen wir jetzt zu dem guten Stück hier, ne?
Wait a minute. Ah, das war nicht aesthetic. Vielleicht denkt ihr euch jetzt so, Alter, das sind einfach Hausschlappen. Nein, es sind keine Hausschlappen, okay? Das war's auch schon mit dem YouTube-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch wieder bald Schule habt, wünsche ich euch einen sehr schönen Schulstart. Ihr könnt mir ja mal kommentieren, wann die Schule bei euch anfängt oder ob die Schule schon angefangen hat. Hoffentlich wird es ein sehr angenehmes Schuljahr. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye.